Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Need for Speed Unbound. Na, schade. Das wurde nix. Na, das auch nicht. Aber ich glaube, das zählt auch sowieso nicht. Gut, wir fahren mal zum nächsten Event. Versuchen dann ein paar kleine Rennen zu gewinnen. Wie gesagt, es ist selbst mit dem unendlichen Nitro nicht einfach. Von daher müssen wir halt dann mal gucken. Autsch. So, und einige Polizei hier zum Beobachten. Aber normalerweise komme ich ja auch dann selbst ohne Nitro da einigermaßen durch. Dankeschön. Ich bin mal gespannt. Aber ja, vielleicht geht es mit dem Nitro und dem Drift halt auch besser. Das kann halt auch sein. Mal gucken. So, genau. Ich wollte einfach das normale Straßenrennen erstmal machen. Versuchen wir nochmal. Ich bin ja echt mal gespannt, ob es mit den anderen Wagen nachher besser wird. So, einmal bitte auf den ersten. Danke. So, Kollege, du bist einfach, wie gesagt, viel zu schnell. Siehst du mich? Ich bin direkt hier. Ja, haben die gesagt, die haben halt, ich glaube, die haben wirklich unendlich Nitro, die anderen. Lässt du mich absichtlich vorbei? So. Ja, schon. Da ich nämlich ganz gerne gewinnen würde. Irgendwann mal. Viel Spaß hinter mir. Lass dich bloß nicht unter Druck setzen. Nö. Zentrale, passt schon. Ich habe den Street Racer hinterher. Zentrale, streife den Verfolgung auf. Och Mann, ich dachte, ich kriege ihn auch noch. Ja, ich muss mal gucken, ob man da noch irgendwas machen kann. Aber wie gesagt, diese Autos sind einfach zu stark. Die sind viel zu stark. Mach die Augen auf. Es ist keine Schande, gegen mich zu verlieren. Nichts passiert. Ja, kommt doch am besten jetzt noch alle nach. Ja, also das macht so überhaupt keinen Spaß, dieses Spiel. Wenn Sie sprechen, du hast keine Chance. Zumindest mal das Ding gewonnen, aber boah. Ja, die Gegner sind einfach viel zu stark.
Da muss ich mal gucken, ob man da noch irgendwo. Da muss ich halt echt gucken, wie ich das abstellen kann. So. Dann machen wir das nächste Rennen noch. So, nächstes Straßenrennen. Ah gut, es gibt halt auch wieder gut Geld, aber halt auch ein bisschen Startgeld nötig. Na, dafür ist es nachher einigermaßen Dings. Versuchen wir das mal. Wenn ich es verliere, dann ist es halt so. Ach, und da, genau, da muss ich unter die ersten drei kommen. Um das irgendwie noch abzustellen. Um diese eine Sache noch abzuschließen. Das war ein beschissener Start. So. So. Aber es ist jetzt zum Glück nur am Anfang so kurvig. Ja, wie gesagt, die ziehen halt einfach vorbei. Du hast keine Chance in diesem Rennen. Das ist gar nicht cool. Wer glaubt hier als in einem Zirkus? Na, das dummerweise ist es halt auch genau der, gegen den ich gewinnen müsste. Ja, na gut. Das Geld kann ich mir schenken. Kacke. Viel Spaß hinter mir. Mhm. Wie weit ist es denn noch? Ah, gut. Nein. Nein, ich habe einfach keine Chance. Aufgepasst, ich fahre hinterher. Scheiße. Ja, danke. Wir fahren den Straßenverkehr. Immerhin das mit den Top 3 geschafft, aber halt einen Haufen Geld wegen der Wette verloren. Okay, ich nehme das, was mir vorgeschlagen wird und nicht mehr. Ich habe einfach keine Chance sonst. Gut, dann schauen wir uns mal das Event an. Nach der Befolgungsjagd. An alle Einheiten. Zielperson ist jetzt bei Jefferson Hills. Verfolgung auf. Eilradwagen ist hier zur Unterstützung. Das Zielfahrzeug verdammt auch durch den Gegenverkehr. So. Ja, ich bräuchte halt ein Cheat, dass einfach die gegnerischen Fahrzeuge langsamer sind. Die sind zu schnell. Da muss ich mal gucken, ob ich da noch irgendwas machen oder fixen kann. Person entwischen, wie auch immer. Wir haben die Zielperson in Jefferson Hills verloren. Ich finde den Pack und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ah, okay. So, dann. Schauen wir mal, wie das Driftrennen läuft. Oh. Hier ist also Wasser. Alles klar.
Jetzt zum Glück dann nicht mehr. So, angekommen. In Ordnung. Mal schauen, was gewinnen können. Gut, ich meine, Nitro gibt auch schon mal Geld, das ist schon mal gut. Oder Punkte halt, in dem Fall. Okay, ja. Das ist hier. Kann ich vielleicht mal. Wieso kriege ich keine Punkte? Ah, ich glaube, weil ich die ganze Zeit halt drifte. Gut, das hält so meine Punkte am Laufen. Na, ich glaube, das muss ich nochmal neu machen. Ja, okay, also das macht die Drift jetzt machbarer. Definitiv. So. So, dann brauche ich jetzt noch 20.000, okay. Ja, okay. Sollte machbar sein. Obwohl. Ja. Ja, okay, ich belasse aber dabei. Ja, hätte ich am ersten, ja gut, ich habe beim ersten Mal nicht gecheckt, dass ich zwischendurch mal Pause machen muss, dass mein Multiplikator angerichtet wird.
Hallo Bärchen. Ah, alles klar. So, dann sollte ich jetzt mal gucken, dass ich zum nächsten Versteck komme. Genau, ich bin hier unten. Das heißt, das dürfte das nächste sein. Und dann können wir auch mal umschalten. Bleib mal ein bisschen abseits. Ah, okay. Und den können wir vielleicht auch mal noch angehen. Sehen Sie das? Dann guck mal, wie ihr springen könnt. Regel die ganze Stadt ab und schnapp den Arsch! Sie sind jetzt am Steuer eines Honda. Fuck. Alle Einheiten, das Objekt wurde soeben bei Jefferson Hills gesichtet. Falsche Richtung. Wir erledigen den Pack in 0,0. Jetzt aber. Ey! Zentrale! Den holen wir wohl nicht mehr ein! Mal schauen. Wir kommen nicht mehr weit! So, versuchen wir hier mal rauszukommen. Das hatten wir ja schon. Zielfahrzeug verschwunden, verdammt! Zielperson sehr verloren. Schön. Alle Einheiten sofort nach Lake Virgil. Sucht weiter die Zielperson. Es geht weiter, Zentrale. Schnappen wir den Arsch. Müssen wir uns zurückziehen. Da haben wir schon, cool. Aber wir können reparieren. Alle Einheiten. Zielfahrzeug fährt Richtung Southland Drive. Ja, ich glaube, wir haben es abgehängt. Wir sind in der Nähe, sucht weiter. Die kriegen wir nicht mehr, wir sind ja fertig. Sehr gut. Okay, dann ab zum Versteck. Und das Geld platzieren. Cool, so. Ach, deutsches Nummernschild, sehr gut. Dad hat mich großgezogen. Kenn ich. Bin quasi in der Werkstatt aufgewachsen, verstehst du? Ja, bei mir waren's Nachtclubs. Hattest du nie genug von dem Schuppen hier? Würde ich so nicht sagen. Das hier ist wie meine Familie. Wenn wir weiter hart arbeiten, kommen wir da stärker raus als je zuvor. Arbeiten, hä? Oh Mist, mir ist gerade eingefallen, ich hab noch was vor. Okay. So, dann. Wir hatten ein paar neue Teile auf jeden Fall. Und die können wir uns jetzt auch sogar noch leisten. Allerdings wird dann das ganze Geld schon wieder weg. Ich glaube, der komplett neue Motor waren 30.000, ne? Na. So. Ah ne, die Superdinge sind glaube ich auch noch gesperrt, ne? Ja. Mhm. Ja, dann sparen wir weiter Geld an.
Und wie gesagt, dafür lohnt sich es halt leider auch. Also ich habe zu wenig Geld, dass ich dafür Geld ausgeben könnte. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir mal die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.